Guten Abend, meine Damen und Herren. Vor 50 Jahren begann in Spanien der Bürgerkrieg, teilte das Land, teilte Familien, zerriss Herzen. Unversöhnlich standen sich Republikaner und Faschisten gegenüber. Während der Kämpfe, die mit mörderischer Wut geführt wurden, kam fast eine halbe Million Menschen um. Sie starben für Ideale, sie starben sinnlos, sie starben. 3 Jahre lang war die Halbinsel von Gibraltar bis zu den Pyrenäen ein einziges Schlachtfeld. Selbst wenn ungezählte Berichte, Romane, Gedichte Auskunft geben über Leidenschaft und Grauen, Sieg und Niederlage, dieses Geschehen geht über unsere Vorstellungskraft. 1919 stand Deutschland zwar am Rand eines Bürgerkriegs, doch es war geschwächt und das Reservoir an Hass und Aggression nicht zu vergleichen mit dem Spaniens. Die blutige Spur führt aus Spanien bis zu uns. Als ich in einem Vortrag auf den Bürgerkrieg zu sprechen kam, erhielt ich den Brief einer Frau aus Offenbach. Er setzt erinnernd fort, was schon so lange vergangen scheint. Ein alter Mann hat mich auf unserem Friedhof zu 2 Grabstätten geführt. Die eine ziert ein imposanter Gedenkstein, so schaurig weiß wie Viktor Emanuels Ehrenmal in Rom, ein abstürzendes Flugzeug im Halbrelief über den Namen von 2 Angehörigen der Legion Condor. Die andere, jenseits des Gehwegs, eine kleine Grabplatte, grau verwittert, im Spanienkrieg gefallen. Den habe ich noch gekannt, sagte der alte Mann. Das war ein Kommunist, hat auf der anderen Seite gekämpft. Auf der anderen Seite. Die Geschichte nimmt die Gräber nicht aus. Calanda, ein Dorf in Aragon. Auf dem Platz vor der Kirche alljährlich ein makabres Schauspiel. Dunkle Flecken auf den Membranen. Blutspuren vergangener Jahre. Mit immer gleichen Rhythmen trommeln die Menschen so den Karfreitag ein. Stundenlang trommeln sie, bis ihnen von den vielen Schlägen die Hände bluten. Sie glauben auf diese Weise, den Leiden Christi näher zu sein. Jahrhundertealte Tradition einer fanatischen Manifestation des Glaubens. Nirgendwo sonst hatte die katholische Kirche einen so prägenden Einfluss auf das soziale und kulturelle Leben wie in Spanien. So war im Zeichen des Kreuzes die Inquisition über 300 Jahre lang eine der wichtigsten Institutionen des Staates. Die Starrheit der Kirche hatte wesentlich dazu beigetragen, dass Spanien noch bis in dieses Jahrhundert eines der rückständigsten Länder Europas war. Am spanischen Bürgerkrieg trägt sie deshalb Mitverantwortung und Mitschuld. Doch die Kirche war auch Opfer. Als der Bürgerkrieg im Juli 1936 begann, zerstörten republikanische Milizsoldaten diesen Wallfahrtsort im Süden von Madrid und erschossen 5 Gläubige. Ein Beispiel von vielen. Mit eisernen Spitzhacken und Dynamit malträtierten sie dieses Monument, das von vielen Spaniern als Symbol ihres Glaubens verehrt wurde. Ein Priester. Es war wie die Kreuzigung Christi. Was damals hier geschah, diese Zerstörung, kann man nur vergleichen mit den Leiden des Herrn. Bevor sie das Denkmal schleiften, feuerten die Milizionäre darauf. Es mag für sie eine Art von Befreiung gewesen sein. Vergeltung für den Putsch Francos, den die Kirche von Anfang an unterstützt hatte. Im November 1936 wurde das Gelände von den aufständischen Truppen Francos erobert.
Beim Anblick der Verwüstungen sah sich die nationale Propaganda bestätigt. Dieser Krieg Frankos sei ein Kreuzzug, ein Krieg für Gott und Spanien. Die Ruine blieb erhalten. Gegenüber entstand Jahre später eine neue Wallfahrtsstätte. Der Krieg hat die Religion in Spanien gerettet. Davon bin ich überzeugt. Als 5 Jahre zuvor, 1931, die Republik in Madrid ausgerufen wurde, geschah dies friedlich, ohne Blutvergießen. Niemand dachte an Krieg. 7 Jahre hatten die Spanier die Diktatur Primo de Riveras erduldet. Jetzt atmeten sie auf. Der spanische König hatte abgedankt. Das Land war voll Hoffnung auf einen demokratischen Neubeginn. Die Katalanen erhielten das Recht, sich selbst zu regieren. Ein wichtiger Schritt zur Lösung der Nationalitätenfrage. Die Regierung in Madrid, aus Republikanern und Sozialisten, versprach, das Land durch Reformen voranzubringen und soziale Ungerechtigkeiten abzubauen. Das Volk tanzte. Manche Veränderungen waren einschneidend. Die vom Parlament verabschiedete Verfassung forderte die strikte Trennung von Kirche und Staat. Dass sie ihren ideologischen Einfluss verlieren sollte, verzieh die mächtige Kirche dieser Republik nie. Der Staat hatte ihr die finanzielle Unterstützung entzogen und eine strenge Kontrolle ihrer Orden angekündigt. Der Jesuitenorden wurde verboten. Drastische Maßnahmen auch im Schulwesen. Der obligatorische Religionsunterricht wurde verboten. Alle katholischen Schulen sollten aufgelöst werden. 1,5 Millionen Kinder bekamen bis dahin keine Schulbildung. Der Staat baute 10.000 neue Schulen. Spanien hat aufgehört, katholisch zu sein. So wurde offiziell verkündet. Der demokratiefeindliche Kardinal Segura, Erzbischof von Toledo und Oberhaupt des spanischen Klerus, musste das Land verlassen. Für ihn war Spanien zu einer gottlosen Republik geworden. Als kurz darauf einige Kirchen in Flammen aufgingen, ohne dass die Polizei einschritt, verloren viele Gläubige das Vertrauen in die Republik. So entlud sich der Hass der Armen, die in der Kirche ein Instrument ihrer Unterdrückung sahen. Ein Sozialist. Die Kirche stand Seite an Seite mit den Mächtigen. Den Arbeiter vertröstete sie auf das Seligmachen der Jenseits. Deshalb müsse er hier Hunger und Ungerechtigkeit erdulden. Die Republik versagte bei der Aufgabe, alte wirtschaftliche und soziale Gegensätze zu entschärfen. Die landlosen Tagelöhner im spanischen Süden lebten in extremer Armut, an den Großgrundbesitzer fast wie Leibeigene gebunden. Den hungernden Landarbeitern war die Bodenreform der Regierung nicht radikal genug. Und die Großgrundbesitzer wollten freiwillig auf kein Privileg verzichten. So schuf sich die Republik Feinde auf beiden Seiten. Organisationen und Parteien der Arbeiterbewegung, vor allem Anarchisten und Sozialisten, konnten ihre Positionen erheblich stärken. Sie sahen in der Republik ein notwendiges Zwischenstadium zu einer freien, sozialistischen Gesellschaft. Immer wieder kam es zu Kraftproben zwischen Arbeitern und der Staatsgewalt. Für die Republikgegner von rechts, Schwäche des Staates, Chaos. In solch einer ausweglos scheinenden Situation wurden Stimmen laut, die aufputschten, die Heil versprachen. Das Volk sehnte sich nach Heroen, nach Rettern. Sie erschienen und nutzten die Gunst der Stunde. José Antonio Primo de Rivera und Buenaventura Durruti. Zwei Namen wie Eis und Feuer. Zwei einander widersprechende Geschichten in einer Geschichte. Durruti, 1896 geboren, Sohn eines Arbeiters, Mechaniker, Führer der spanischen Anarchisten. 1936 stirbt er im Straßenkampf in Madrid. Dagegen José Antonio Primo de Rivera, Sohn eines Generals und spanischen Diktators, verehrt Hitler und Mussolini, gründet die faschistische Partei Falange,
wird 1936 von der Volksfrontregierung zum Tode verurteilt. Doroti starb mit 40 Jahren, Primo de Rivera mit 33. Primo de Rivera, wir glauben an die hohe Wesenheit Spaniens. Seine Stärke, seine Größe und Macht zu mehren, ist die vordringliche Gemeinschaftsaufgabe aller Spanier. Spanien stellt im Weltgeschehen eine Schicksalsgemeinschaft dar. Jeder Anschlag auf diese Gemeinschaft ist verwerflich. Doroti, wir sind es nämlich, die alle diese Städte und Paläste gebaut haben. In Spanien, in Amerika und überall auf der Welt. Wir, die Arbeiter, können neue an ihre Stelle setzen. Neue und bessere. Wir fürchten die Trümmer nicht. Die Erde wird unser Erbe sein, daran gibt es keinen Zweifel. Soll die Bourgeoisie ihre Welt in Stücke sprengen, bevor sie von der Bühne der Geschichte abtritt? Wir tragen eine neue Welt in uns. Und diese Welt wächst mit jedem Augenblick heran. Um einen Glauben zu entzünden, nicht den Glauben der Rechten, der im Grunde danach trachtet, alles, auch das Ungerechte zu erhalten, nicht den Glauben der Linken, der im Grunde danach trachtet, alles, auch das Gute zu vernichten, sondern um einen gemeinsamen, vereinenden nationalen Glauben zu entzünden, ist der Faschismus entstanden. Wir machen Hitler und Mussolini mehr Kopfzerbrechen mit unserer Revolution als die ganze Rote Armee. Mit unserem Beispiel zeigen wir der deutschen und der italienischen Arbeiterklasse, wie man mit dem Faschismus umgehen muss. Ist das Geschichte, fragte ich mich, als ich diese Sätze abschrieb, ein unversöhnliches Gespräch zwischen Toten über Glauben und Utopie und die Ungezählten, die danach für diese Ideen starben? Was blieb? Erst einmal die verlorene Republik, die Diktatur Francos, weitere Verfolgung und Exil und vor einigen Jahren die Rückkehr Spaniens zur Demokratie, zur konstitutionellen Monarchie. Das ist Geschichte. Aber keineswegs so, wie sie von Führern und Revolutionären vorgedacht, sondern wie sie von Namenlosen, oft sprachlos, erlebt und erlitten wurde. Die sozialen Konflikte verschärften sich. Die faschistische Falange nutzte die Gunst der Stunde. Wir sind für Frieden und Wohlstand. Wir kämpfen für eine soziale und christliche Gerechtigkeit. Die Falange ist keine bürgerliche, sondern eine nationalsyndikalistische Partei der Arbeiter und Bauern. Die Organisationen der Arbeiter warnten. Genossen, die heute zu euch gesprochen haben, sind dieselben, die euch das Brot rauben. Sie kleiden sich gut, während eure Kinder vor Kälte und Elend sterben. Im November 1933 hatten die Konservativen die Macht übernommen, ohne Interesse an weiteren Reformen. Brot und Arbeit forderten die Arbeiter von diesem Staat, der sich in seiner Verfassung eine Republik der arbeitenden Klassen nannte. Im Herbst 1934 die Machtprobe. Als die rechtskatholische Partei CEDA Regierungsämter forderte, streikten die Arbeiter. Sie glaubten, einem faschistischen Umsturz zuvorkommen zu müssen. Die Bergarbeiter Asturiens waren gerüstet. Seit Monaten hatten sie Waffen und Dynamit gesammelt. 15.000 beteiligten sich am bewaffneten Kampf. Nach zwei Wochen gaben die Arbeiter auf. Die Regierung hatte Eliteeinheiten in den Norden entsandt, um den Aufstand niederzuschlagen. Sie kamen aus den marokkanischen Kolonien. Ihr Befehlshaber, General Francisco Franco. Es war der erste blutige Einsatz der Moros, der maurischen Truppen. Für die Militärs eine Art Generalprobe des Bürgerkriegs. Es gab viele Todesurteile. 30.000 Arbeiter wurden zu langen Haftstrafen verurteilt. Sie aus den Gefängnissen zu befreien, dies wurde für alle Arbeiterorganisationen eines der wichtigsten Ziele. Neuwahlen im Februar 1936. Spanien ist in zwei Lager gespalten. Linke Republikaner, Sozialisten und Kommunisten schließen sich zur Volksfront zusammen. Monarchisten, Großgrundbesitzer und Falange
scharen sich um die katholische Massenpartei SEDA mit Gil Robles an der Spitze. Sein Gegenspieler, der Sozialist Largo Caballero. Die Volksfront gewinnt die Wahl. Mit 50% der Stimmen bekommt sie 80% der Parlamentssitze. Die Spanier haben links gewählt, doch sie erhalten eine liberale Regierung. Die Arbeiter werden ungeduldig. Es kommt zu Gewalt zwischen links und rechts, zu Straßenschlachten und politischen Morden. Die Republik gerät ins Wanken. Am 19. Juli putscht die Armee. Sechs Generäle, darunter General Franco, hatten den Aufstand gegen die Republik von langer Hand vorbereitet. In Madrid, Barcelona und anderen Städten bewaffnen sich die Arbeiter spontan. Erst nach einigem Zögern gibt die Regierung Waffen aus. Überall, wo die Arbeiter den Aufstand der Militärs niederschlugen, fiel ihnen die politische Macht zu. Wer im Verdacht stand, den Putsch zu unterstützen, musste es oft mit dem Leben bezahlen. Es traf nicht nur Schuldige, beglichen wurde auch manche private Rechnung. Arbeitermilizen zur Verteidigung der Republik. Ohne militärische Kenntnisse zogen sie in den Krieg. Ein Kommandeur der Republik: Diese Kolonnen bestanden nur aus Freiwilligen und die hatten ihre Ideologie. Sie kämpften, um diese Ideologie zu verteidigen und waren deshalb viel widerstandsfähiger als die anderen. Diese Volksarmee hält den Franco-Truppen fast 3 Jahre stand. Doch die Sache der Republik steht unter keinen guten Stern. Nicht die spanischen Generäle, sondern Hitler und Mussolini bereiten ihr ein Ende. Und die westlichen Demokratien sehen tatenlos zu. Wie reagierte das Deutschland Hitlers auf die Unruhen und Kämpfe in Spanien? Was erfuhren die Menschen in Berlin, Hamburg, Flensburg und Königsberg? Wie wurden sie unterrichtet? Ich habe hier einige alte Zeitungen, Nazi-Zeitungen, den Völkischen Beobachter und die Berliner Illustrierte. Diese Blätter nahmen sich der Ereignisse in Spanien mit enormer propagandistischer Wucht an. Sie teilten die Welt. Die Edlen, sprich die Faschisten, die Phalangisten, kämpften gegen die Bösen, sprich die Roten, die Bolschewisten, die Sozialisten, um den Bestand der abendländischen Kultur. In dem Teufelslied der deutschen Flieger, die Franco zur Hilfe eilten, heißt es also auch folgerichtig: Hier herrschten Marxisten und Rote, der Pöbel hatte die Macht, da hat, als der Ordnung bote, der Deutsche Hilfe gebracht. Wir zogen übers weite Meer ins fremde Spanierland. Zu kämpfen für der Freiheit eher, weil Hass und Krieg entbrannt. Hier herrschten Marxisten und Rote, der Pöbel, der hatte die Macht. Da hat, als der Ordnung bote, der Deutsche Hilfe gebracht. Wir jagten sie wie eine Herde und der Teufel, der lachte dazu. Die Roten in spanischer Luft und zur Erde, wir ließen sie nirgends in Ruhe. Die Olympischen Spiele begannen in Berlin, musste die deutsche Unterstützung noch geheim bleiben, verließen die Kondor-Legionäre heimlich das Land. Oberleutnant Trautloft, später stellvertretender Inspekteur der Bundesluftwaffe, erzählt in seinem Buch als Jagdflieger in Spanien: Ein Omnibus fährt vor, ein zweiter, und nach wenigen Minuten schwirren wir die Heerstraße entlang nach Berlin. Die Olympiade steht bevor, die Ausländer sind bereits eingetroffen. Als wir das olympische Dorf passieren, stehen Engländer und Franzosen am Eingang und schauen interessiert unseren Bussen nach. Behaglich ist uns dabei gerade nicht. So schlichen sich die Bewahrer der faschistischen Ordnung in den Krieg.
In Berlin traf sich währenddem die Jugend der Welt zum friedlichen Wettkampf zu Hitlers großer Propagandaschau. Auch in Spanien wollten sich Sportler aus aller Welt treffen. Das alte Sportstadion in Barcelona wird zurzeit renoviert. Im Sommer 1936 sollte hier eine Arbeiterolympiade stattfinden. Antwort der europäischen Arbeiterbewegung auf die vom NS-Regime organisierte Olympiade in Berlin. Rund 1600 Sportler waren gekommen, die meisten aus der Emigration, Verfolgte des Faschismus in Deutschland und Italien. Die Wettkämpfe fielen aus, weil in Spanien die Generäle putschten. Viele Sportler beschlossen spontan, der bedrohten Republik zu helfen. Der Organisator der gescheiterten Arbeiter-Olympiade. Es gab zwar schon vor der geplanten Gegenolympiade einige Ausländer in Barcelona, aber wirklich hilfreich war der Zustrom politisch verfolgter Sportler aus verschiedenen Ländern. Zum Beispiel kamen viele Juden aus Deutschland und sonst woher. Menschen, die bis dahin isoliert, ausgeliefert waren. Leider gab es anfänglich kaum Waffen. Die Sportler mussten wie die Arbeiter zu den Kasernen gehen und versuchen, dort eine Waffe zu ergattern. So sah die erste Hilfe von Ausländern im Überlebenskampf der Spanischen Republik aus. Bis zum Eingreifen der später legendären internationalen Brigaden vergingen noch 4 Monate. Ernst Buschmann, letzter noch lebender deutscher Bataillonskommandeur einer internationalen Brigade, erinnert daran, dass bei Ausbruch des faschistischen Putsches nicht nur Sportler helfen wollten. In Spanien tagte zu jener Zeit ein internationaler Schriftstellerkongress. Das waren also antifaschistische Schriftsteller und die wurden vom faschistischen Putsch überrascht. Und ein erheblicher Teil von ihnen drängte dann zur Front. Das waren damals noch keine festen militärischen Einheiten, sondern die sogenannten Centurias, also die Hundertschaften. Auf Lastwagen, im Zug oder Autobus zur Front erfuhr mancher Freiwillige zum ersten Mal in seinem Leben, wie ein Gewehr funktioniert. Die Devise war: Mangelnde Bewaffnung und unzureichende Erfahrung werden durch Begeisterung und unbeugsamen Widerstandswillen ausgeglichen. Erste Scharmützel an der Aragonfront, die hauptsächlich von Anarchisten gehalten wird. Der Aufstand der Generäle wäre im Gewehrfeuer der spanischen Arbeiter und Bauern zusammengebrochen, hätte Franco nicht Hilfe aus dem faschistischen Ausland erhalten. Von der Volksfrontregierung war der General auf die Kanarischen Inseln verbannt worden. Zu Beginn des Putsches saß er dann in Spanisch-Marokko mit seinem Söldnerheer fest. Denn Spaniens Marine unterstützte die legale Regierung in Madrid. Adolf Hitler schickte Flugzeuge nach Marokko. Über eine deutsche Luftbrücke wurden 15.000 Franco-ergebene Elitesoldaten, die Moros, samt Ausrüstung nach Spanien geflogen. Vorboten der deutschen Legion Condor, die dem spanischen Faschismus unter General Franco zum Sieg verhelfen sollte. Und Franco erhielt von Anfang an Hilfe aus Italien. Auf der einen Seite die gut ausgebildeten Soldaten aus Italien und Deutschland, die Moros und Fremdenlegionäre aus Nordafrika, die spanischen Soldaten, die überwiegend ihren Offizieren gefolgt und zu Franco übergelaufen waren. Auf der anderen Seite die gewählte Regierung in Madrid, die innerhalb kürzester Zeit Hunderttausende Freiwillige ohne jede militärische Erfahrung ausbilden, bewaffnen und in den Kampf schicken musste. General Franco war überzeugt, er werde in Kürze als neuer Regierungschef in die Hauptstadt einziehen.
Hätte er nur die gewählte Volksfrontregierung gegen sich gehabt, seine Rechnung wäre wohl aufgegangen. Aber das Volk war politisiert wie nie zuvor in der Geschichte Spaniens. Die Volksfrontregierung war schwach. Stark, wenn auch untereinander politisch zerstritten, waren die Organisationen der Bauern und Arbeiter. Die Anarcho-Syndikalisten mit ihren 50.000 Milizionären, die Sozialisten und Kommunisten mit ihren schlagkräftigen Arbeiterkampfbünden, das von den Kommunisten Madrids kontrollierte 5. Regiment. Diese Männer waren das Rückgrat der neuen Volksarmee, die von der Regierung in höchster Eile gebildet werden musste. Angesichts der Bedrohung wurden politische Gegensätze in diesen Tagen durch den Verteidigungswillen der Einwohner von Madrid überwunden. Man hatte erfolgreich den Aufstand der Putschisten in den Kasernen niedergeschlagen. Nun verschwand die Stadt hinter Sandsäcken und Barrikaden. Dem Angriff Francos, seinen Generälen und ausländischen Söldnern stand die geschlossene Abwehrbereitschaft des Volkes gegenüber. Schriftsteller und Journalisten aus aller Welt dokumentierten vom ersten Tag des Bürgerkrieges an das Nebeneinander von Kraft und Ohnmacht auf republikanischer Seite. Die meisten Berichterstatter blieben auch, als der Kampf gegen den Faschismus lebensgefährlich wurde. Sie trugen die spanischen Hilferufe in die nicht-faschistischen Zentren Europas. Und alle wussten, ohne schnelle Unterstützung aus Paris, London und Moskau würde das demokratische Spanien bald untergehen. Je mehr ich mich bemühte, zu begreifen, weshalb die westlichen Demokratien der Spanischen Republik nicht halfen, je mehr ich darüber nachlas, umso größer wurde mein Zorn über politischen Zynismus und Diplomatie. Die Spanier suchten bei der französischen Regierung Léon Blum um Waffenhilfe nach. Die wollte auch helfen. Doch die britische Regierung legte Wert auf Nichteinmischung. Ein Nichteinmischungsausschuss bildete sich. Zu diesem Zeitpunkt jedoch unterstützten Hitler und Mussolini längst tatkräftig den frankistischen Putsch. Den Republikanern kamen nicht Staaten zur Hilfe, sondern Menschen. Demokraten, Sozialisten, Kommunisten aus vielen Ländern. Oft selber knapp der politischen Verfolgung entronnen. Diese Männer und Frauen konnten die Zauderer in Paris und London nicht verstehen. In den Lebenserinnerungen des Schriftstellers Gustav Regler fand ich eine Stelle, die den ohnmächtigen Zorn der Republikaner wiedergibt. Ein französisches Bataillon der Interbrigaden war durch Francos Moros niedergemetzelt worden. Werner, ein deutscher Arzt, hatte das Gefecht durch den Feldstecher beobachtet. Völlig außer sich, sagt er. Sie waren besser, als irgendeine Idee es verdient. Vielleicht macht der sichere Tod einen größer, als man ist. Schäfer, der Elsässer, stand, bis ein Splitter ihn in den Magen traf. Gaumont bediente ein MG. Dann war die Munition zu Ende. Dank, Léon Blum, nicht wahr? Dank, Edley. Dank all den Dummköpfen, die nicht einsehen, dass morgen Sie an der Reihe sein werden. Gaumont schoss dann mit dem Revolver. Er war am Auge verwundet. Kurz darauf rannten zwei Bajonette in ihn. Glück hatte er, denn er brauchte das letzte Grauen nicht zu sehen, das ich sah. Hier, mit diesen Augen sah ich's. Wie kann man noch leben nach solchem Tag? Sie warnten aus Erfahrung. Schriftsteller wie Ludwig Grenn, George Orwell, André Malraux, Antoine de Saint-Exupéry und viele andere kämpften und wussten wofür, auch wenn sie oft untereinander uneins waren. Sie ahnten den Weltbrand, der diesem Gemetzel folgen sollte. Aber ihre Stimmen fanden kein Gehör. Auch die Thomas Manns nicht, der 1937 selbst ein Emigrant aufgebracht schrieb. Das Selbstbestimmungsrecht der Völker genießt heute in aller Welt die größte offizielle Verehrung. Auch unsere Diktaturen und Totalitärstaaten legen Gewicht darauf, wenigstens vorzutäuschen,
dass sie 90 bis 98% ihrer Völker hinter sich haben. Nun, die gegen die Spanische Republik rebellierenden Militärs, so viel ist klar, haben das spanische Volk nicht hinter sich und können auch vorläufig nicht vortäuschen, dass sie es hinter sich haben. Mit Marokkanern und Invasionstruppen müssen sie sich die Möglichkeit dazu erst verschaffen. Möge es nicht ganz genau feststehen, was das spanische Volk will, was es nicht will, das ist vollkommen klar und deutlich, nämlich den General Franco. Toledo, einstiger Mittelpunkt des habsburgischen Weltreichs. Stadt der Konzile, Symbol abendländischer Kultur. Über der Stadt der Alcázar, die mittelalterliche arabische Trutzburg. Geburtsstätte des Mythos vom heldenhaften Kampf frankistischer Kadetten im spanischen Bürgerkrieg. Im Juli 1936 ist der Alcázar eine Schule für Offiziersanwärter. Auch Franco war dort Kadett, wie die anderen Militärs aus erzkonservativer Führungsschicht des nationalgesinnten Spanien. Wenige Tage nach dem Putsch hat in der Stadt die Revolution gesiegt. Das Volk begehrt auf gegen Kirche und Obrigkeit. Die Macht ist auf die unorganisierten Massen der Straße übergegangen. Chaos, Verhaftungen, Erschießungen, Plünderungen. Ein Einwohner berichtet über diese Tage. Wir hatten Angst. Wir wussten nicht, was wir machen sollten. Als die Truppen hier eintrafen, stand ich unten an meiner Haustür und wusste nicht, ob ich ein weißes oder ein rotes Tuch am Balkon aushängen sollte. Sind es die Roten? Sind es die Nationalen? Was sollten wir tun? Als wir so an der Tür standen, zwei Männer und ein Priester, kamen 4 oder 5 Milizsoldaten mit ihren Gewehren und riefen Hände hoch, was wir natürlich auch machten. Den Priester, der bei uns war, nahmen sie gleich mit. In einer Art Ferienstimmung reisen aus dem nahegelegenen Madrid die gerade bewaffneten Milizen zum Wochenende in den Kampf um den Alcázar. In der Festung haben sich rund 2000 Menschen verschanzt, unter ihnen bekannte Rechte aus Toledo, die den Zorn der aufgebrachten Bevölkerung zu fürchten haben. Der Alcázar ergibt sich nicht. Schneidige Kadetten trotzen dem Ansturm revolutionärer Horden, so sieht es die rechte Weltpresse. Von der faschistischen Propaganda wird der Alcázar hochstilisiert zum Symbol des nationalen Durchhaltewillens. Sie zwingt damit das Kriegsministerium im republikanischen Madrid, schwere Artillerie gegen den Alcázar aufzufahren. Tag und Nacht wird der Alcázar von der Stadt her und aus der Luft attackiert. Aber der Alcázar gibt nicht auf. Die Verteidiger warten auf die Hilfe der faschistischen Fremdenlegionäre, die vom Süden heranmarschieren. Inzwischen haben sich die oberen Geschosse des Alcázar in ein Trümmerfeld verwandelt. Etwa 500 Frauen und Kinder erleben die 7 Wochen der Belagerung eingepfercht in den unterirdischen Kasematten. Die Propagandisten Francos verlieren kein Wort über die Geiseln, die man auf die Burg verschleppt hat. Nichts über die drastischen Strafen, mit denen die Disziplin aufrechterhalten wird. Alle Aufforderungen der Republikaner, wenigstens Frauen und Kinder herauszulassen, lehnen die Belagerten ab. Als man hört, dass unterirdische Stollen vorgetrieben werden, um den Alcázar zu sprengen, bricht Panik aus. Die Republikaner evakuieren die Stadt. Asturische Bergarbeiter zünden die Minen.
Zeugen des Spektakels werden Reporter aus aller Welt. Als sich der Rauch verzieht, steht die Burg noch immer. Wieder versuchen die Milizen, durch eine Bresche einzudringen. Vergebens. Die Einheiten der Fremdenlegion und die gefürchteten Moros haben die Stadt erreicht und treiben die Milizen vor sich her. Mit Francos Fahne kommt die Vergeltung. Sie sahen sich die Hände und die Schultern der Leute an, die anscheinend irgendwelche Druckstellen vom Gewehr hatten, wenn damit viel geschossen wurde. Sie sagten, der war Republikaner, der befand sich damals in dem Ort, der war dabei. Sie rechtfertigten das mit tausend Sachen und brachten die Leute wie verrückt um. Also wenn die einen 10 umbrachten, brachten die anderen 40 oder 50 um. Die Befreiung des Alcázar ist ein teuer bezahlter Erfolg. Denn der Umweg über Toledo kostet die Verbände Francos entscheidende Zeit. Der Marsch auf Madrid ist um Tage verzögert. Während man in Toledo feiert, verstärken internationale Brigaden den Verteidigungsring um die Hauptstadt. Der erste Ansturm Francos auf Madrid wird scheitern. Zugunsten der großen Legende vom Alcázar. Alcázar, so sprachen wir das damals 1943 nicht aus. Wir sagten Alcázar. Ich war 10 Jahre alt, stolz auf meine Pimpfenuniform. In meinem Kopf dröhnten lauter pathetische, den Krieg und den Endsieg rühmende Sätze. In einer Jugendfilmstunde wurde uns der Film Alcázar vorgeführt. Mit angehaltenem Atem verfolgte ich die melodramatische Geschichte des frankistischen Obersts, der 7 Jahre zuvor den Alcázar von Toledo hielt und seinem in die Hände der Republikaner gefallenen Sohn befahl, mannhaft zu sterben. Nun machte Hitler mit dem faschistischen Mythos von Toledo Propaganda für seinen Endkampf. Wir Buben waren töricht und willig genug, den Heldensprüchen zu folgen, sollte es darauf ankommen, bis in den Tod. Hallo? Moment. Für Sie, Herr Oberst. Moscardo? Hier spricht der Kommandant des Kampfabschnittes Toledo. Ich fordere die sofortige Übergabe des Alcázar. Ich gebe Ihnen noch 10 Minuten Zeit zum Überlegen. Klar. Wenn ich bis dahin nichts von Ihnen höre, werde ich Ihren Sohn an die Wand stellen lassen. Er ist hier bei mir. Und Sie glauben, dass ich darauf reinfalle? Ach, Sie meinen, das soll ein schlechter Witz sein? Na, dann passen Sie mal auf. Papa. Was ist denn geschehen, mein Junge? Nichts. Sie sagen, wenn ihr euch nicht ergebt, werden sie mich erschießen. Macht dir bitte keine Sorgen um mich. Ich weiß nicht, ob du mich verstehen kannst. Aber ich kann dir jetzt nicht helfen, mein Junge. Wer muss, befiehlt Gott deine Seele. Du gibst dein Leben für die Freiheit. Für das Vaterland. Ich weiß, Papa. So umarme dich, mein lieber Junge. Auf Wiedersehen, Papa. Reden Sie nicht so viel, überlegen Sie lieber. Die ersten 5 Minuten sind um. Wie haben Sie sich entschieden? Die anderen 5, die schenke ich euch, Halunk. Genug an großen Heldengefühlen. Der Sohn des Obersten wurde im Übrigen nicht erschossen, er fiel später im Krieg. Der andere Teil der Geschichte wurde uns seinerzeit wohlweislich unterschlagen. Über die Legion Condor wussten wir Bescheid, doch wir hatten keine Ahnung von den ungezählten Deutschen, die von Hitler verfolgt ihr Land verlassen mussten, ins Exil gingen und sich 1936 in Amsterdam, in Wien, in Prag und in Paris entschlossen für die Republik und gegen den Faschismus zu kämpfen. Von anfänglichen Lieferungen Frankreichs abgesehen, blieb die erhoffte Hilfe der westlichen Demokratien aus. Dennoch wurde Paris Zentrum einer beispiellosen Solidarität mit Spanien. Im Stadtteil Montparnasse,
eines der kleinen Hotels, die unter den verfolgten Hitler Deutschlands als Geheimadresse gehandelt wurden, Rue de l'Ouest 113. Für viele von insgesamt 40.000 Interbrigadisten Durchgangsstation auf dem Weg nach Spanien. Ungewohnte Bilder boten sich den Freiwilligen bei ihrer Ankunft südlich der Pyrenäen. Ein Volk auf der Straße, begeisterte Menschenmengen auf jedem Bahnhof, geballte Fäuste. Die meisten Ankömmlinge waren Kommunisten. Ihr erstes Ziel, Albacete, eine Kleinstadt im Landesinnern, 230 Kilometer südöstlich von Madrid. Eine Kaserne und das Rathaus von Albacete wurden Hauptquartier der internationalen Brigaden. Hohe Besucher, Kommandeure und Politkommissare wohnten gegenüber im Gran Hotel. Hier kennzeichnete eiserne Disziplin den Alltag, beherrschte Misstrauen gegenüber Neuankömmlingen das Klima. Herbert Müller, heute 86 Jahre alt, damals für kurze Zeit als Kaderoffizier eingesetzt, erinnert sich. Dort wurden alle internationalen, oder wer kam, wurde überprüft. Er musste sich ausweisen oder wurde durchgefragt. Einige Tage war ich im Kaderbüro tätig, weil darüber, was jetzt kam aus Paris oder aus den Emigrationsländern, mussten ja irgendwelche Beweise vorbringen. Die musste ich dann auch mit überprüfen. Die Ausbildung war kurz. Zu dringend wurden an allen Fronten die hochmotivierten Kämpfer gebraucht, die zum Teil Erfahrungen aus dem Ersten Weltkrieg oder aus Arbeiterkampfbünden mitbrachten. Trotz einsetzender Waffenlieferungen aus der Sowjetunion war Kriegsgerät Mangelware. Der Mut der Freiwilligen war unbeschreiblich. Wegen der Munitionsknappheit fand die Erprobung der wenigen vorhandenen Geschütze unter Kampfbedingungen statt. Wir wollen da alle zur Front. Es ist doch für jemanden, der aus einem faschistischen Land kommt. Viele kamen, Deutsche zum Beispiel, kamen aus dem Konzentrationslager, kamen aus dem Gefängnis. Und jetzt, nicht mal in einer solchen Situation, wo man nicht unbewaffnet dem Feind gegenübersteht, wo man nicht gefoltert wird, sondern auch eine Waffe in der Hand hat, da will man natürlich so schnell wie möglich an die Front. In Spanien selbst war so, dass Spanien kaum ausgebildete Soldaten hatten und er musste ihnen beibringen, und zwar wie man eine Linie herstellt, wie man sich verteidigt und dass man Schützengräben anlegen muss. Die Spanier waren immer der Auffassung, man muss stehen sterben, man darf nicht liegen sterben. Also solche romantische Vorstellungen, und das mussten wir auch erledigen. Die anfänglich katastrophalen Verluste der Republikaner gingen zurück. Ein Ausbilder hatte das fast poetische Argument erfunden, wer Spaniens Erde verteidige, müsse sich diese zur Verbündeten machen, müsse sich an sie schmiegen, sich, wenn nötig, auch in sie eingraben. Der deutsche Schauspieler und Sänger Ernst Busch besuchte in Albacete die 11. Internationale Brigade. Seine Lieder spiegeln Engagement und Pathos der Antifaschisten in diesem Krieg. Spaniens Brüder stehen auf der Barrikade, unsere Brüder sind Bauer und Prolet. Vorwärts internationale Brigade, hoch die Fahne der Solidarität. Vorwärts internationale. Tausende Freiwillige aus über 50 Ländern mussten bis zum Ausrücken ins Kampfgebiet in Albacete und den Nachbardörfern einquartiert werden. Öffentliche Gebäude und Kirchen wurden oft in Schlafsäle oder Kantinen umfunktioniert, so auch in Albacete. Von hier aus brach im Herbst 1936 die 11. Internationale Brigade mit 2000 Männern aus 26 Ländern nach Madrid auf. Die internationalen Brigaden wurden das erste Mal am 6. November 1936 in Madrid angesetzt. Der 6. November 1936 war ein dramatischer Höhepunkt im Kampf um die Verteidigung von Madrid.
Es war also so, dass auch viele politische Repräsentanten bis in die Regierungsebene eigentlich Madrid schon aufgegeben hatten. Francos Legionäre waren bis ins Universitätsviertel vorgedrungen. Kampf Haus um Haus. Die republikanischen Truppen und anarchistischen Milizen hätten kaum länger durchgehalten. Die 11. Brigade wurde als Retter von Madrid gefeiert. Die Frankisten zogen sich zurück. Madrid blieb republikanisch. Doch wie lange? Ohne Hilfe aus dem Ausland. Deutsche und italienische Schiffe versuchten, Spaniens Häfen zu blockieren. Der damalige Verbindungsmann zwischen deutschen Exilsozialisten und spanischen Anarchisten in Barcelona erlebte hier die Ankunft des ersten sowjetischen Blockadebrechers. Das Volk von Barcelona versammelte sich. Damals haben alle anderen Mächte geschwiegen zu den Vorgängen in Spanien. Das russische Schiff durchbrach die Blockade und brachte Getreide, Lebensmittel und Waffen. Und das Volk von Barcelona hat mit spanischem Enthusiasmus die Anfahrt des ersten russischen Schiffes dort aufgenommen. Es war ein Volksfest. Doch die Hilfe blieb spärlich, da nur die Sowjetunion das demokratische Spanien unterstützte. England und Frankreich pochten auf das mit Deutschland und Italien abgeschlossene Nicht-Einmischungsabkommen. Hitler und Mussolini schickten ungeniert immer mehr Kanonen, Soldaten und Flugzeuge. Bomben auf Madrid. Am 18. November 1936 erreichen die deutschen Luftangriffe ihren Höhepunkt. Zum ersten Mal in der Geschichte. Bombenterror aus der Luft. Deutsche Bomberpiloten bringen Tag für Tag Tod und Verderben. Bilder, die Jahre später zum Alltag des Zweiten Weltkriegs gehören werden. Zur gleichen Zeit erkennen Hitler und Mussolini Franco als Staatschef Spaniens an. Eskortiert von marokkanischen Söldnern trifft ein neuer deutscher Botschafter aus Berlin ein, in Burgos, einer 240 Kilometer nördlich von Madrid gelegenen Stadt, die der putschende General zum vorläufigen Regierungssitz erklärt hat. Denn trotz des Bombenterrors auf Madrid ist Spaniens legale Hauptstadt immer noch in den Händen der Republikaner. Die Versorgung der Menschen wird von Tag zu Tag schwieriger. Doch Not und Elend scheinen den Verteidigungswillen der Madrilenen eher zu stärken. Nach jedem Angriff wird der Schutt weggeräumt, werden die Schutzwälle erneuert. Der Alltag geht weiter. Die Menschen lernen, mit Granaten und Bomben zu leben. Von Madrid aus verbreitet sich über ganz Spanien die Parole No pasarán. Sie kommen nicht durch. Vor Madrid auf Barrikaden in der Stunde der Gefahr. Mit den Interkampfbrigaden. Sein Herz voll Hass geladen stand Hans, der Kommissar. Y contra el gobierno.
Conseguimos nuestro objetivo. Les vencimos. Nuestros golpes. Y ya nuestro patriotismo regada con la sangre de tantas mártires hará fecunda la cosecha, de la cual las mejores espigas las hemos... Por la libertad, por la paz, por la justicia, por la cultura, por el progreso y por la república. Sie alle, ob Ideologen, Politiker, Sänger oder Dichter, sprachen mit erhobener Stimme. Ihr Pathos ist uns heute fremd. Es kann schrill sein, voller Hass. Es kann eiskalt um Hingabe werben und glühend Opfersinn beschwören. Es wünscht Kämpfer, Gefolgsleute, es wünscht immer den Sieg. Neu sind die Themen allerdings nicht, die angeschlagen werden. Wir kennen sie nur zu gut. Auf den Plakaten der Frankisten und der Republikaner werden sie vereinfacht und auf oft schauerliche Weise genau und platt. Unverbrämt offenbart sich da zum Beispiel die Kreuzzugmentalität der Frankisten mit Gotteshilfe gegen die Rote Brut oder der Aufruf zu soldatischer, vaterländischer Haltung. Ich habe mich geopfert, meine Pflicht getan und was tust du? Auch der Republikaner unter dem von Emblemen bedeckten Stahlhelm kann solchen Opfermut für sich beanspruchen, unter anderen Vorzeichen jedoch. Er steht für eine legal gewählte Regierung ein und gegen den Machtmissbrauch vorhergegangener Herrschaft. Freiheit versprechen beide Lager. Ihre Anhänger verstehen sie nach ihren politischen Vorstellungen. Die Freiheit im Schatten des Kreuzes, die Freiheit im Zeichen der gesprengten Ketten. Die Plakate warben bewusst parteiisch, feuerten die eigenen Gruppen und Truppen an. Aber es gab auch schon raue und ungeschickte Ansätze zu einer psychologischen Kriegsführung. An der Guadalajara-Front lagen sich Italiener gegenüber, bei den Republikanern und bei den Frankisten. Leidenschaftlich warben die republikanischen Italiener über Grabenlautsprecher um ihre faschistischen Landsleute. Und es gab in der Tat Überläufer. Kameraden, Kommilitoni, quanti volti a noi, come a voi, Kameraden, Waffenbrüder, wie oft haben die Offiziere zu uns, wie zu euch gesagt, wenn sie euch als Gefangene nehmen, erschießen sie euch. Anstatt uns zu erschießen, haben sie uns wie Brüder behandelt. Sie haben uns zu essen, zu trinken, zu rauchen gegeben. Sie haben mit uns gesprochen, nicht als Feinde, sondern als Brüder, nicht wie zu Gefangenen, sondern wie zu Kameraden. Kameraden, Waffenbrüder, sie haben uns gesagt, warum sie kämpfen, und sie haben recht. Sie kämpfen freiwillig, um den spanischen Bauern und Arbeitern zu helfen. Sicher, auch die Literatur brachte Pathos mit. Die spanische Poesie braucht es. Oft tönt sie aus einem Grund von Trauer, wird zur dunklen und mächtigen Wortmusik. Vielleicht hat diese Melancholie mit der andalusischen Landschaft zu tun, aus der nahezu alle bedeutenden Lyriker der 20er und 30er Jahre stammten. Federico García Lorca ebenso wie Antonio Machado, Juan Ramón Jiménez oder Rafael Alberti, der während der Kämpfe um Madrid auf Plätzen und in Sälen vorlas. In mir werdet ihr mit ruhiger Gewissheit den Mann erkennen, der feuert und sich keinen Deut darum schert, welche Haltung sein verwundeter Widersacher wählt für den Tod. Manche Körper sacken nach rechts und manche nach links zusammen, aber der meine weiß, dass die Mitte der Punkt ist, der die Halbierung von Licht und Schatten markiert. Mit Freude werde ich sehen, wie meine Jacke durchlöchert wird. Bin ich derselbe, der erst vor kurzem fluchend auf die Mutter dessen geschissen hat, der die Finsternis zur Welt brachte? Niemand will diesen heimatlosen Erzengel begraben. Aber diese Schuhe, alleingelassen in der Kälte der Wasserlachen, sind das offenkundige Zeichen dafür, dass die Luft noch immer die Leiber der Menschen aufnimmt, die stehend und ohne Ankündigung todwärts sich neigten.
Rafael Alberti verbrachte mehr als 30 Jahre im Exil. Nach dem Tod Francos kam der jetzt 84-Jährige nach Hause. Für Alte und Junge nicht nur ein großer Dichter, sondern ein sprechender Zeuge. Lauschen Sie ihm, wird in Ihren Gesichtern die Erinnerung wach. Un andaluz tan claro y abierto de aventuras. Yo aquí canto con todos tu alegría y tu gracia. Unlängst weihte er in einem Arbeiterbezirk Madrids eine Gedenkstätte für Federico García Lorca ein, der 1936 von den Frankisten erschossen wurde. In einer Ode beschwor er die Gegenwart des Freundes. Einen Namen gibt es, der uns Deutsche besonders treffen sollte. Ich weiß, er tut es bis auf den Tag unterschiedlich. Es sollte ein Stichwort für Erschrecken und Trauer sein. Guernica. In dieser Gebirgsstadt Nordspaniens schlägt das Herz des Baskenlandes. Die Basken, streng katholisch und konservativ, lieben die Regierung in Madrid nicht, kämpfen aber loyal an ihrer Seite, denn sie hatte ihnen die langersehnte Autonomie zugestanden. Unter der Eiche von Guernica, dem Nationalheiligtum der Basken, hatte die Regierung der jungen baskischen Republik ihren Amtseid auf eine der ältesten demokratischen Verfassungen der Welt. Nach der Schlappe von Madrid beginnen die aufständischen Generäle die Offensive gegen den republikanischen Norden, die industrielle Basis des Landes. Deutsche Kanonen schießen den 50.000 Soldaten den Weg frei. Die Zivilbevölkerung flieht vor der blutigen Vergeltung der Sieger. Auf ihrem Zug nach Norden strömen Tausende nach Guernica. In der von ihnen verehrten Stadt glauben sie Schutz zu finden. Die Legion Condor mit ihrem Stabschef Freiherr von Richthofen kann im Baskenland zum ersten Mal eine größere Luftstreitmacht einsetzen. Längst nehmen hier deutsche Offiziere maßgeblichen Einfluss auf die taktischen Entscheidungen der Franco-Armee. Die deutschen Flieger brennen darauf, zu zeigen, was sie können. Täglich nehmen die Piloten die verheerende Last von Spreng- und Brandbomben an Bord. Sie über dem Zielgebiet auszuklinken, ist praktisch gefahrlos. Die Basken besitzen weder Flugabwehr noch eine eigene Luftwaffe. Die neuesten Maschinen aus der deutschen Rüstungsproduktion erscheinen am spanischen Himmel. Die gefürchteten He-111. So zerschlagen deutsche Legionäre in einer Art fliegendem Artillerieeinsatz die Verteidigungsstellungen der Republikaner. Panik beim Feind auszulösen ist das angestrebte Ziel der Operationen. Rücksicht auf die Zivilbevölkerung hinter der Front gibt es nicht. Wehrlose baskische Städte und Dörfer gehen unter im Bombenhagel. In 3¼ Stunden wird Guernica von der Legion zerstört. Die Bilanz: über 200 Tote, meist Frauen und Kinder. Guernica brennt 3 Tage. Am Tag des Bombardements war ich zu Hause. 1 Kilometer von unserem Haus entfernt fiel eine Bombe. Sie traf 3 Frauen, die mitten auf dem Weg ein Plauderstündchen hielten. Sie waren sofort tot.
Alle suchten sie ihre Familienmitglieder. Überall brannte es. Denn zuerst hatten sie Sprengbomben fallen lassen, die alles zerstörten. Und dann kamen die Brandbomben, die das Holz im Schutt der Häuser entzündeten. Es brannte überall. Die Leute konnten das Feuer nicht mehr bekämpfen, weil die Wasserleitungen auch zerstört wurden. Y no allí solo, los que evacuaban Guernica, los que escapaban de Guernica. Selbst Leute, die in die Abwässerkanäle außerhalb der Stadt flohen, wurden von den Flugzeugen aus getötet, die gesehen hatten, wo die Leute Zuflucht suchten. Dasselbe auf den Landstraßen, unter den Brücken. Sie wurden alle liquidiert. Es war furchtbar, unheimlich. So geht man nicht einmal mit Hunden um. Glaubt man den späteren Aussagen der Legion Condor, galt der Luftangriff vornehmlich diesem Übergang, der Renteria-Brücke. Doch sie überstand das Inferno unzerstört. Freiherr von Richthofen, Hitlers späterer Generalfeldmarschall, hat die Terrorangriffe auf Spanienstädte nie verantworten müssen. Sein Kommentar nach der Heimkehr: Stets kämpfte die Legion Condor dort, wo es um die Entscheidung ging, stets dort, wo etwas los war. Ja, in Spanien hieß es bald, dort, wo die Legion Condor kämpft, dort bald etwas los sein. Kein Mahnmal, keine Gedenktafel erinnert heute in Guernica an die Opfer des deutschen Luftangriffs. Der Aufschrei der Weltpresse ist lange verhallt. Die Zerstörungen von Guernica waren nur die Generalprobe. Es folgten die Bombardierungen von Coventry und Dresden. Die klagende Mutter mit ihrem toten Kind, die gequälte Kreatur in ihrem Schmerz, ihnen setzte Pablo Picasso mit seinem monumentalen Guernica-Bild ein Denkmal, das heute bekannter ist als das Ereignis selbst. Die spanischen Faschisten mochten das Bild nie. Die Republik zeigte es zum ersten Mal auf der Weltausstellung in Paris 1937. Erst 1981, in der Demokratie, kam es nach Spanien zurück. Ich fragte einige meiner Bekannten und Freunde, was sie unter einem Anarchisten verstünden. Fasst man ihre Erklärungen zusammen, kommt eine brisante Mischung aus politischem Mafioso und Terrorist heraus. Mit diesem Bild haben die spanischen Anarchisten wenig gemein. Sie hatten ihre eigene Entwicklung, ihre eigenen revolutionären Vorstellungen. Bereits gegen Ende des 19. Jahrhunderts fanden Anarchisten, die aus Italien kamen, bei den Ärmsten der Armen, den Landarbeitern, Zuspruch. Sie sahen sich in ihrem Stolz und in ihrem Unabhängigkeitsdrang durch die anarchistischen Losungen bestätigt. Als Franco putschte, waren sie die Ersten, die sich gegen ihn zur Wehr setzten. Mehr noch, sie erfüllten sich, wenngleich nur für eine kurze Zeitspanne, ihren Traum, verwirklichten ihre Revolution. Sie revolutionierten das Schulwesen, kollektivierten die Landwirtschaft, besetzten Fabriken. Sie versuchten ein Modell und schafften sich auf allen Seiten Feinde. Vor allem von den Kommunisten Stalins wurden sie erbittert verfolgt. Ungeachtet dessen unterstützten die Anarchisten die Volksfront. Es half ihnen wenig. Sie, die Anhänger Durrutis, galten als undiszipliniert und unzuverlässig. Am Ende standen sie allein. Nach dem Sieg Francos darbten viele im Exil, viele verschwanden spurlos, nachdem sie in Gefangenschaft geraten waren. Ihr Stolz aber, ihr Eigensinn, ihre soziale Utopie haben eine tiefe Spur in der Geschichte des Landes hinterlassen. Der Putsch der Generäle löste in Spanien die soziale Revolution aus.
Im August 1936 kontrollierten die Arbeiter vielfach nicht nur die militärische Lage, sondern auch die Verwaltung, das Land, die Fabriken. Es war eine spontane Bewegung. Niemand hatte sie organisiert. Selbst die Führer der anarcho-syndikalistischen Gewerkschaft CNT wurden von der Entwicklung überrascht. Dies war der Augenblick, auf den der Anarchist Durruti sein Leben lang gewartet hatte, hier an der Front von Aragon. In Katalonien und Aragon realisieren Anarchisten und Sozialisten ihre Idee von der klassenlosen Gesellschaft, einzig in der Geschichte der Arbeiterbewegung. Großgrundbesitzer und Bauern wurden enteignet. Drei Viertel der landwirtschaftlichen Flächen von Aragon wurden kollektiv bewirtschaftet. 430.000 Landarbeiter und Kleinbauern unterstützten diese Revolution und waren bereit, sie jederzeit mit der Waffe zu verteidigen. Krieg oder Revolution, für die Anarchisten der CNT gab es keine Alternative. Sie glaubten, der Verzicht auf die soziale Revolution wäre die Niederlage im Krieg. Auch die Industriezentren Kataloniens standen unter Arbeiterkontrolle. Als die Besitzer bei Ausbruch des Krieges ihre Fabriken im Stich ließen, übernahmen die Arbeiter die Produktion und stellten sie auf die Bedürfnisse des bewaffneten Kampfes um. Die kollektivierten Betriebe wurden zu einer wichtigen Stütze bei der Verteidigung der Republik. Doch Republikaner, Sozialisten, vor allem aber die Kommunisten, forderten ein Ende des anarchistischen Experiments. Mit Rücksicht auf die Westmächte wollte die Sowjetunion unter Stalin ein bürgerliches Spanien, kein revolutionäres. Eine Anarchistin, die damals Ministerin war, sieht darin auch ideologische Motive. Nos consideraban más enemigos suyos que los propios franquistas, porque éramos la fuerza. Für sie waren wir größere Feinde als die Frankisten. Denn als machtvolle Arbeiterorganisation, die wir waren, bedeuteten wir eine ständige Gefahr für sie. Für die Russen und besonders für Stalin dürfte es nirgends auf der Welt eine Revolution geben, die Ideen praktizierte, die im Widerspruch zu dem standen, was sich in Russland abgespielt hatte. Una revolución que intentase llevar a la práctica ideas que estuviesen en oposición a lo que se había hecho en Rusia. Viele Frauen arbeiteten in den kollektivierten Betrieben, während die Männer an der Front kämpften. Die Fabriken wurden nicht zentral, sondern von Arbeiterkomitees geführt. Sie legten die Löhne fest, führten die 40-Stunden-Woche ein, schafften die Akkordarbeit ab. In ihren Händen lag die wirtschaftliche und politische Macht. Ab Mai 1937 sollte sie ihnen genommen werden. Beim Versuch katalanischer Regierungstruppen, das von der CNT kontrollierte Fernsprechamt zu besetzen, kam es zu Schießereien. Spontan traten die Arbeiter in den Streik und bauten Barrikaden. Zur Verteidigung der Revolution erhob sich ganz Barcelona in Waffen. Es gab Straßenkämpfe mit fast 1000 Toten. Die Anarchisten beendeten den Ruderkampf freiwillig. Doch die Mai-Ereignisse hatten unüberbrückbare Gegensätze aufgerissen. Während anarchistische Kolonnen weiterhin an die Front gingen, um gegen den Faschismus zu kämpfen, führten Kommunisten und russische Geheimpolizei Säuberungsaktionen durch, denen viele Stalin-Gegner unter den Anarchisten und den Trotzkisten zum Opfer fielen. Mit militärischer Macht wurden in der Folge auch die Kollektivierungen in Aragon rückgängig gemacht. Weil die Russen Waffen lieferten, bestimmten sie immer mehr die spanische Politik. So brach Stalins langer Arm den revolutionären Schwung der verzweifelt kämpfenden Arbeiter. Die Republik wurde dadurch nicht gerettet. Es war ja nicht immer nur die Front, zu der sie auf Lastwagen gefahren wurden. Front konnte auch die Stadt, das Dorf sein,
in dem einer aufwuchs, und der Graben konnte sich durch den Acker ziehen, den einer im Herbst zuvor gepflügt hatte. Da war es dann wieder der Landarbeiter José, der Tischler Juan. Und die Idee, für die er zu kämpfen hatte, schrumpfte auf ein Stück vertrauter Wirklichkeit. Die Wohnung, das Haus, die Familie, die Freunde, die Cafeteria um die Ecke. Der Krieg pflegt den Einzelnen zu vergessen. Doch jeder überlebt und stirbt für sich allein. Da bin ich schon gewesen, wird so mancher beim Anblick dieser ruhigen, ausatmenden Landschaft sagen. Ja, hier im Baskenland bin ich schon gewesen, ohne mich viel um die Menschen und ihre Geschichte zu kümmern. Sicher, die leeren Bunker lassen mich an den Bürgerkrieg denken, an den Einzelnen, der hier kämpfte nicht. Er hatte einen Namen, eine ganz individuelle Erinnerung an Frauen, Kinder, Brüder. Wir waren fünf Brüder. Zwei von ihnen kämpften für Franco, das heißt zusammen mit den Truppen der Italiener. Und wir drei anderen kämpften mit den Basken. Einer von uns fiel im Krieg. Ein frankistischer Soldat nahm den Ausweis meines Bruders an sich, der auf dem Berg gefallen war. Er brachte ihn dem anderen Bruder, dem Kommandeur der frankistischen Artillerie, und sagte: Sieh mal, was ich gefunden habe. So erfuhr mein Bruder, der bei den Italienern kämpfte, dass er einen seiner republikanischen Brüder durch die Schüsse seiner Artillerie umgebracht hatte. Für Kinder werden Kriege nie geführt. Sie haben da nichts zu sagen. Im Grunde sind Kinder im Weg, wenn gekämpft wird. Sie bleiben wehrlose Opfer. Auch ich trug, wie die Kinder von Bilbao, in meinem Krieg mitunter ein Schild um den Hals. Aber ich fand wieder nach Hause. Die meisten dieser Kinder nicht. Ihre Eltern wollten sie retten und sie gingen ihnen verloren. Sie wuchsen in der Fremde auf und wurden fremd. Die Schutzlosigkeit der Kinder ist kein Gegenstand für Kriegserklärungen und nur selten einer bei Friedensverhandlungen. Was, frage ich mich, steckt dem Menschen, dass er sich oft ganz und gar vergisst und den anderen so unerbittlich quält? Wir haben Wörter dafür gefunden. Eines davon ist Rache. Die Sieger nahmen Rache. Nach jedem kleinen Gefecht, nach jeder Schlacht und noch Jahre danach wurden Häuser und Dörfer von ihnen heimgesucht. Nichts sollte übrig bleiben. Die Stimmen der Gegner sollten verstummen. Die neue Ordnung allein sollte gelten. Aus dem Gedächtnis der Lebenden verloren zu gehen, das bedeutet den endgültigen Tod. Viele Spanier leben mit ihren Toten. Ihr ausdauerndes Andenken kann sich in einfachen und herzlichen Bräuchen ausdrücken. So wie die Einwohner eines Dorfes in Asturien einmal in jedem Jahr, Alte und Junge, zu der Klippe ziehen, von der Republikaner in den Tod gestoßen wurden, hinunter auf die Steine, ins Meer. Alljährlich werfen sie ihnen rote Nelken nach. Was bedeutet es Sieg und Niederlage? Für die einen, die Sieger, Befreiung des Landes, für die anderen den Verlust der Republik. Die Schlacht löste sich auf. Der Zustrom an Ermutigung für die Republikaner ließ mehr und mehr nach. Ihre Kräfte erschöpften sich.
Eine Bastion nach der anderen wurde von den vorzüglich ausgerüsteten Soldaten Francos genommen. Die Republikaner zogen sich zurück. Das hieß für viele, die über die Grenze gingen, dass sie nicht nur den Krieg verloren, sondern auch ihr Land, ihr Zuhause. Im Faschisten werden wir nicht weichen, schickt er auch die Kugeln hageldicht. Das Lied von Ernst Busch muss den Kämpfern plötzlich wie Hohn geklungen haben. Der Westen versteckt sich weiter hinter dem Nichteinmischungspakt und die Sowjetunion scheint zunehmend das Interesse am Krieg in Spanien zu verlieren. Da helfen Interbrigadisten den Republikanern, das andere Ebro-Ufer zurückzuerobern, und plötzlich werden sie von der Front abberufen. Alle Ausländer sollen Spanien verlassen. Völkerbundsbeschluss. Mussolini und Hitler blöffen die Welt. Ihre Kriegsmaschinerie steht weiter in Francos Diensten. Die spanischen Faschisten gewinnen nun eine Schlacht nach der anderen. Deutsche Artillerie schießt die spanische Republik sturmreif. In Barcelona werden unterdessen die internationalen Freiwilligen offiziell verabschiedet. 6.000 von einst 40.000. 3.000 liegen in Lazaretten. Von denen, die 2 Jahre zuvor Madrid gerettet haben, lebt kaum noch einer. Die Mehrzahl der Überlebenden wird auf Schiffen evakuiert. Ein paar Hundertschaften brechen zu Fuß in Richtung Pyrenäen auf. Die bergige Landschaft entlang der Costa Brava wird vom November 1938 an Durchzugsgebiet für riesige Flüchtlingstrecks. Sie bewegen sich auf die französische Grenze zu. Der Strom wird bis zum endgültigen Untergang der Republik nicht mehr abreißen. Die Menschen fliehen vor der Rache der Sieger in KZ-ähnliche französische Flüchtlingslager. Geschlagen, ohne Hoffnung. Kaum jemand ahnt zu dieser Stunde, dass die Diktatur Francos noch 37 Jahre dauern wird. Die wenigen Interbrigadisten, die auf diesem Wege Spanien verlassen, liefern an der Grenze ihre Waffen ab. Bis eben unendlich wichtig, jetzt altes Eisen. Tja, das war eigentlich so die schwerste Sache für uns, ja, der Abschied. Wir wussten genau, also wir werden zwar zurückgezogen, als auf Beschluss des Völkerbundes, mit Zustimmung der Regierung Negrin, aber wir waren uns, glaube ich, alle bewusst, dass da mit diesem Beschluss die Intervention des deutschen und italienischen Faschismus nicht nachlassen wird. Tausende und Abertausende Frauen mit ihren Kindern, viele sind auf dem Weg nach Frankreich verstorben. Es war unbeschreiblich. Und das war natürlich für uns eine sehr, sehr schwere Belastung, daran zu denken, dass der Faschismus in Spanien mit Hilfe des deutschen und italienischen Faschismus den Sieg errungen hat und der Zweite Weltkrieg damit sehr, sehr nahe gerückt war. Am 28. März 1939 ziehen die Truppen Francos in Madrid ein. Kampflos. Rund 2 Millionen Republikaner gehen in Kriegsgefangenschaft, verschwinden in Gefängnissen. Unter dem Deckmantel neu erlassener Vergeltungsgesetze beginnt ein Terror unvorstellbaren Ausmaßes. Etwa 80.000 politische Gefangene sterben an den Haftbedingungen oder werden exekutiert.
Spanien wird für alle Antifaschisten, die ihr Land nicht verlassen konnten, auf Jahre zum Gefängnis, zur Folterkammer. Jenseits der inzwischen hermetisch abgeriegelten Grenze zu Frankreich starben Hunderttausende in französischen Lagern. Originalton einer deutschen Wochenschau aus jenen Tagen. 240.000 Rotspanier im Flüchtlingslager von Argel. Diese demoralisierten Gestalten, die eine stetig wachsende Gefahr für die südfranzösische Bevölkerung bilden, sind die irregeleiteten Opfer des Weltbolschewismus. Frankreich beorderte farbige Hilfstruppen zur Bewachung. Von ihren Feinden verhöhnt, ging die Republik ins Exil. Das ist das Ende einer Geschichte und doch nicht. Sie setzt sich fort. Der Zweite Weltkrieg begann, wie es viele vorausgesagt hatten. Franco, der Caudillo, war schlau und hielt sich heraus. Und nachdem der Faschismus zerschlagen worden war, regierte er unangefochten auf der iberischen Halbinsel weiter, arrangierte sich mit den Siegermächten, überließ den Amerikanern Stützpunkte. Die Republikaner im Exil oder in den Straflagern mussten noch lange ausharren. Die Diktatur starb erst mit Franco. Der noch von ihm zum König bestimmte Juan Carlos folgte jedoch nicht dem vorgeschriebenen Weg und die Werte und Symbole, an die er sich hätte halten sollen, hatten inzwischen ihren Sinn verloren. Nicht weit von Madrid steht das Denkmal der Sieger. In Valle de los Caídos, dem Tal der Gefallenen, hatte Franco eine Basilika in den Fels schlagen lassen, gekrönt von einem 150 Meter hohen und 200.000 Tonnen schweren Kreuz. Im Zeichen des Kreuzes hatte er Krieg geführt gegen das eigene Volk. Jetzt sollte sein gigantisches Monument Versöhnung bedeuten. Neben mehr als 40.000 überwiegend frankistischen Soldaten ist hier auch der Diktator beigesetzt, der Spanien fast 4 Jahrzehnte lang beherrscht hatte. Die Republikaner haben diesen Felsendom nie als ihre Gedenkstätte anerkannt. Denn republikanische Kriegsgefangene hatten den Monumentalbau in fast 20 Jahren Zwangsarbeit errichten müssen. 20.000 Mann. Sie hatten die Todeszellen, die Foltern und die Zuchthäuser der Sieger überlebt. Sie mussten sonntags die Messe besuchen und wurden zum faschistischen Gruß gezwungen. Nach allem, was sie hinter sich hatten, kam ihnen die Zwangsarbeit wie eine Erleichterung vor. Im April 1959 wurden sie zu Tausenden Zeuge, wie Diktator Franco zusammen mit den spanischen Bischöfen das Monument eröffnete. Mit großem Prunk wurden die sterblichen Überreste des Faschistenführers Primo de Rivera beigesetzt. Die glorreiche Epoche unserer Befreiung hat viele Opfer gekostet. Doch der Kampf des Guten gegen das Böse endet niemals, sei der Sieg auch noch so groß. Der Teufel unterwirft sich nicht. So Francos Worte, 20 Jahre nach dem Bürgerkrieg. Gültiger für die Spanier ist ein neues Denkmal. Es steht für alle, die ihr Leben ließen, im Bürgerkrieg und in anderen Kriegen Spaniens. Ende 1985 wurde es von König Juan Carlos feierlich eingeweiht, dem, den Franco zu seinem Nachfolger bestimmt hatte. Juan Carlos hat Spanien den Weg zur Demokratie freigemacht. Erst jetzt könnten die Wunden des Bürgerkrieges zu heilen beginnen.
Veteranen beider Fronten waren zu diesem Ereignis geladen, wurden vom König begrüßt. Am gleichen Abend inszenierte das spanische Fernsehen eine Versöhnung zweier ehemaliger Feinde. Ein Republikaner und ein Soldat Francos umarmten sich vor dem Denkmal. Doch die Gräben sind auch heute noch nicht ganz zugeschüttet. Ein Bürgerkrieg endet nicht am letzten Kampftag, sondern erst nach 100 Jahren. So kommentierte einst ein spanischer Zeitzeuge. Die Wunden werden noch lange schmerzen, das Schweigen wird noch lange nicht gebrochen werden. Aber einmal kann es wirklich werden, was der peruanische Dichter César Vallejo, der am Bürgerkrieg teilnahm und 1938 in Paris starb, in einer poetischen Vision allen, die litten und weiterleiden, versprach. Am Ende der Schlacht und der Krieger war tot, trat ein Mann auf ihn zu und sagte zu ihm, stirb nicht. Denn du bist mir lieb. Ach, der Leichnam starb weiter. Und es kamen zwei Männer herbei und sprachen ihm zu, verlass uns nicht, schöpf Mut, kehr zu uns zurück. Ach, der Leichnam starb weiter. Und es kamen 20, 100, 1000 zu Hilfe, 500.000 und riefen, so viel Liebe und sie vermag nichts gegen den Tod. Ach, der Leichnam starb weiter. Und es umgaben ihn viele Millionen, und es baten ihn alle, bleib, Bruder, bleib. Ach, der Leichnam starb weiter. Endlich umringten ihn alle Menschen der Erde. Der traurige Leichnam saß und war bewegt, richtete sich sehr langsam auf, umarmte den ersten Besten, stand auf und ging. Ich danke Ihnen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Guten Abend.